Cedric Ennard drängt sich nicht in den Vordergrund. Auch nicht am Donnerstagabend bei der Saisoneröffnungsfeier der BR Volleys in einem Hotel am Alexanderplatz. Als zum Abschluss der Veranstaltung die Mannschaft, der Trainerstab und die Nachwuchsspieler für ein Gruppenfoto auf der Bühne posierten, stellte sich der Franzose ganz nach hinten, in die dritte Reihe. Ennard ist kein Entertainer, er ist ein Analytiker. Deshalb stürzt sich der neue Trainer der Volleys derzeit umso mehr in seine eigentliche Arbeit, eine starke Mannschaft zu entwickeln. Das ist eine knifflige Aufgabe. Der 42-Jährige ist erst seit 3 Wochen in Berlin, zuvor war er als Co-Trainer der französischen Nationalmannschaft noch bei der WM. Doch schon an diesem Samstag steht das erste Spiel der neuen Bundesliga-Saison an, beim Aufsteiger Grizzlies Gießen in Hildesheim, 19 Uhr, live auf sporttotal.tv. Der Spielplan und die kaum vorhandene gemeinsame Vorbereitung mit den Volleys stellen für Ennard eine besondere Herausforderung dar. Eigentlich brauchen wir Zeit, sagt er. Aber die haben wir kaum. Ich muss nun umso mehr meinen Job machen. Sein Job ist es, weitere Titel nach Berlin zu holen. In den vergangenen 7 Jahren sind die Volleys 6-mal deutscher Meister geworden, zuletzt schafften sie es 3-mal nacheinander. Wir sind verdammt dazu, weiter erfolgreich zu sein, betont Manager Kaveh Romand, der den Etat auf etwas mehr als 2 Millionen Euro steigern konnte. In dieser Saison ist der insgesamt 10. Meistertitel für die Berliner möglich. Hohe Erwartungen an Trainer Ennard. Mit hohen Erwartungen kann Ennard aber offenbar gut umgehen. In der vergangenen Spielzeit führte er Tours VB, das Äquivalent zu den Volleys in Frankreich, auf Anhieb zum Meistertitel. Allerdings gab es im Berliner Kader große Veränderungen. 7 Spieler verließen das Team, darunter Leistungsträger und Publikumslieblinge wie Kapitän Robert Kromm, der seine Karriere beendete, oder Diagonalangreifer Paul Kerroll. Außerdem gingen absolute Stützen der Mannschaft wie Libero Luke Perry, Mittelblocker Graham Vigras und Zuspieler Pierre Podol. Der Umbruch soll kein Bruch sein, sagt Neil Romand. Um Persönlichkeiten wie Kromm und Kerroll zu ersetzen, da müssen die neuen Spieler erst einmal reinwachsen. Ennard traut dies den 7 Neuzugängen aber zu. Da wäre zunächst Zuspieler Jan Zimmermann, 25. Der deutsche Nationalspieler soll nun den Angriff so variantenreich lenken, wie er dies zuletzt in Poitiers in Frankreich getan hat. Jan hat jetzt schon eine starke Verbindung zu den Mittelblockern, sagt Ennard. Große Hoffnungen setzt er auch auf den 2. deutschen Nationalspieler unter den Neuen, Moritz Eichert. Mit dem 23-Jährigen gewann er in der Vorsaison mit Tours die Meisterschaft. Allerdings hat sich Reichert einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und fällt bis zu 2 Monate aus. Ebenfalls ersetzen muss Ennard beim Auftakt den neuen Diagonalangreifer Benjamin Petsch. Der US-Amerikaner muss gegen Gießen noch eine Knieverletzung auskurieren. Dass der 24-Jährige bei den Fans bestens ankommen dürfte, zeigte er schon bei der Saisoneröffnungsfeier mit einer Tanzeinlage. Eine tragende Rolle in der Mannschaft soll auch Petschs Landsmann Dustin Watten übernehmen. Der 31-Jährige, der vom polnischen Club CZ Arni Radom wechselte, soll die Abwehr organisieren. Der Libero ist für mich enorm wichtig. Dustin ist der Boss für die Annahme, sagt Ennard. Zudem setzt er auf seine erfahrenen Landsleute, Mittelblocker Nicolas Legov, 26, der nach 2 Jahren in der Türkei und Italien zu den Volleys zurückkehrte, und Außenangreifer Samuel Tuya, 32. Und dem 3. neuen US-Amerikaner, Mittelblocker Jeff Jendrick, 23, der wie Petsch und Watten gerade WM-Bronze gewann, trauen Ennard und Neil Romand noch eine große Zukunft zu. Mehr zum Thema: Wir haben ein sehr gut ausbalanciertes Team, sagt Ennard. Aber neben den sportlichen Fähigkeiten spüre er vor allem eine sehr positive Mentalität in der Mannschaft.
Ich glaube, mit dieser Gruppe ist in Berlin etwas wirklich Besonderes möglich.